Vor der Gestützparade liegen bei den Azubis die Nerven blank. Also, hier sind die Gestützparade beginnt. Jetzt kommt's dran. Und ein Auto. Alle hoffen, dass zur Gestützparade das Wetter hält. Und es gibt noch einiges zu tun. Eigentlich ist es kaum zu schaffen. Maike hat gerade die Stallarbeit hinter sich gebracht und schon geht es weiter. Mit Malerarbeiten. Die Hindernisse für den Parcours müssen perfekt aussehen. Wieder haben. Nee. Also das gibt's halt dann auch einfach nicht mehr irgendwo anders. Was hast du so in deiner Reiterlehre gemacht? Oh, Vielseitigkeitssprünge gebastelt. Toll war's. Isabelle, Maike und Julia absolvieren gerade ihr tägliches Reittraining. Muss man ein Training mit dem machen, aber über Baumstämme traben. Ganz viele. Reithalle welche reinlegen. Genau. Da würden viele gern tauschen. Doch. Merkt man halt auch, dass ein bisschen Leben in den Tieren steckt, gell? Wenn sie mal ein bisschen bocken oder schneller werden. Deiner hat so gebockt? Ja, meine hat ein bisschen gebockt. War da sehr gut. Oh, nichts mit 650 Meter Tempo, die Video. Nee, nicht ganz, aber gebockt hat er. Ich weiß, er hat so was abgekriegt. Nee. Ja, aber ich hatte da so ein bisschen das Feld gedrängt. Wir wollten erst hinterher abdrängen und dann wollten wir dich überholen. So, gute Schwanger. Gute. Super, weil die Grace Kelly ist eh total brav und immer die schnellste, sehr zuverlässiges Pferd im Gelände. Ja, genau. Tut den auch mal ganz gut. Nicht immer nur Halle oder Platz. Ein bisschen was anderes machen. Dann freuen sie sich auch wieder, wenn der Reiter da mal kommt. Okay. Jetzt hast du Hunger. Limerick ist erst 3 Jahre alt. Azubi Julia muss im Umgang mit ihm sehr feinfühlig und auf alles gefasst sein. Oh, da ist noch Wasser. Guck mal, da passiert gar nichts. Siehst du? Leine. Das ist nur Wasser. Oh, ist ja gut. Meine Güte, das ist nur Wasser. Ist ja gut. Ja, der ist halt noch jung, der kennt das alles noch nicht so. Siehst du? Oh, ist gut. Den Parcours-Hindernissen sind längst noch nicht fertig. Aber die. Ich will das auch nicht, aber Mann da. Ich hab's doch auch gesagt. Aber nimm doch, schau mal, wir haben schon wieder gesagt, kein Zwischenholz. Hat doch viel gesagt. Wir haben gerade schon gesagt, hier ist halt anders. Also. Hier sind so. Sag mal, ihr seid so scheiße. Hallo? Ja! Wenn hier 2 Leute dreimal sagen. Du hast nicht mit mir geredet. Doch, ich habe euch alle angesprochen. Ja. Ihr müsst ja auch mal zuhören. Die kompetenten Leute fragen. Aber weißt du, Stopp. Weißt du, was das Problem ist, wenn du ein Zwischenholz reinlegst? Dann ist nicht alles flach. Genau, dann ist nicht alles drauf gedrückt. Natürlich, das ist doch die gleiche Breite. Ja, aber du musst ja diese Dinger ganz drauf. Komplett. Das heißt, brauchst du eine komplette Fläche über das komplette Kreuz. Fragt aber die kompetenten Leute. Am Abend vor dem großen Tag liegt Anspannung in der Luft. Da fällt schnell mal ein unüberlegtes Wort. Isabelle, Maike und Julia sind zum Glück mehr als nur Kollegen und finden schnell aus der aufgeheizten Situation wieder heraus. Ja, Mai, das manchmal ist halt, wenn man halt dann gereizt ist, ich meine, jeder hat Hunger und ist müde und dann, klar, ist, dass die Umgangssprache schön bleibt. Aber sowas, glaube ich, oder Maike ist nicht so wild. Nee. Endlich kehrt Frieden ein, ist unerbittlich. In Kür mit Fragen. Tanzbär heißt er. Tanzbär? Ja, weil er nämlich immer so ein rumtanzt. Das ist ein Ehre, ja. Das ist ein Ehre, ja, das ist ein Wallach. Ah, der war doch draußen vorher. Ja. Der Tanzbär? Nee, der war noch nicht draußen. Ja, bist du ganz so schön. Ja, das ist ein sehr hübscher. Also tatsächlich bin ich nervöser jetzt wie auf dem Turnier. Höchste Zeit auch für Maike, sich um ihren Wallach Sergio zu kümmern. Gesattelt haben für die Gestützparade ganz unten.
Nein, nicht bei der Besamung. Da gehst du nicht links, sondern geradeaus. Undenkbar. Das wäre die Blamage schlechthin. Das ist halt eine besonders tolle, schöne, für ganz tolle Veranstaltungen. Gala-Uniform, das ist so wie, das ist halt von früher noch. Das ist vor allem, genau, Tradition. Tradition. Aber was die genau auf sich hat, hat uns noch keiner erklärt. Nein. Hab ich's schon? Ja, bei dir. Ich weiß nicht. Hier mal deine Sachen, haben wir das in Handtuch. Ach, Gott sei Dank. Ich hab mal meine Schuhe ausgezogen im Bad. Ist er da? Der große Auftritt. Für Maike, Isabel und all die anderen. Tanzbär tanzt heute einfach aus der Reihe. Da ist nichts zu machen. Ich weiß auch nicht. Mir macht es auf jeden Fall nicht so Spaß, wenn es so ist. Brav.